Die NBW Campsaison 2010 hat begonnen. Wir befinden uns an der Fußballschule des Karlsruher SC. Kicken wie die Profis kommt der Fußballspaß für Nachwuchskicker richtig gut an. Hier kommen die Kinder zwischen 7 und 14 Jahren richtig groß raus. Egal, ob Mädchen oder Jungs, Vereinsmitglied oder Freizeitspieler, wer Freude am Fußball hat, Fairplay und Teamgeist mitbringt, der ist hier genau richtig. Das NBW Fußballcamp heute schon im vollen Gange. Ja, wie ist es bisher verlaufen und sind Sie zufrieden? Ja, das Camp ist bisher ganz, ganz toll verlaufen. Wir hatten eine ganz tolle Woche, hatten auch ein bisschen Glück mit dem Wetter. Seit Dienstag schönes Wetter und Sonne. Und wir haben jetzt heute 90 Kinder hier und die haben eine ganz tolle Woche hinter sich. Am Dienstag mit Autogrammstunde Profis und am Donnerstag haben wir ein Training auch besucht unserer Profis und anschließend war noch eine Frage- und Antwortstunde. Was ist so das Motiv der ganzen Veranstaltung? Wie kommt das zustande? Ja, es ist so, dass viele Kinder gerne beim KSC Fußball spielen möchten und in unserer Jugendabteilung im Talentteam, da wird ausschließlich leistungsorientiert gespielt und wir können nicht alle Kids aufnehmen. Und dann haben wir uns überlegt, machen wir eine Fußballschule, da kann jeder, der möchte, das KSC-Feeling erleben und auch unter fachmännischer Anleitung unserer Trainer trainieren. Bekommen Sie ein Feedback von den Teilnehmern? Was nehmen die so mit aus so einer Woche? Ja, also wir bekommen ganz tolles, positives Feedback. Wir bekommen auch sehr viele Zuschriften per E-Mail von den Eltern dann. Die Kinder, die erleben hier den Wildpark, die erleben unsere Profis. Sie trainieren fast wie unter professionellen Bedingungen. Und es ist natürlich für die Kids ein Riesenspaß. Und auch fußballerisch entwickeln sie sich weiter. Und der eine oder andere hat es sogar schon auch zu unserem Jugendtalentteam geschafft. Bevor es aber reingeht, mitten in die Finalspiele, geht es erstmal zur Pausenstärkung, zum Mittagessen. Das haben sich die Kids ja auch mächtig verdient. Statt dem üblichen gesunden Sportleressen, heute Schnitzel mit Pommes. Und an der Stelle besonders anzumerken, für besonders gutes Verhalten auf dem Camp und natürlich beim Essen wurden Schulnoten vergeben. Die Sieger freuen sich am Sonntag beim Zweitligaspiel Karlsruhe SC gegen Hansa Rostock mit den Spielern einlaufen zu dürfen. Am Nachmittag kommt es dann zu einem besonderen Highlight. Das NBW-Team hat Fußballkünstler Max engagiert, so einige tolle Tricks mitgebracht. Natürlich kommen die Kids dann auch selbst zum Zug und können unter Anleitung von Max selbst ein paar schöne Fußballtricks ausprobieren. Ein paar schöne Bilder haben wir für euch zusammengestellt. Ganz kurz, die Mannschaft knapp verloren und trotzdem zufrieden? Ich bin zufrieden, ja. Wir waren als Außenseiter geschadet, sind ins Viertelfinale gekommen. Alles richtig gemacht, hat Spaß gemacht. Oh, Brasilia! Und was glaubst du, geht jetzt aus? 3-0 für Argentinien. Welcher ist der Torschütze? Also der Torschütze, das war der Kevin, ein neuer Spieler, der kam zum Viertelfinale, zu der Schweiz eben. Ich habe ihn schon seit Jahren im Visier. Als ob bei Hiesfeld habe ich ihn halt bei Bayern entdeckt und da ich habe sofort gesagt, er muss zur Schweiz. Während die einen Teams um die Finaleinzüge spielen, kommen die Teams von Spanien und Italien in die Trickschule und den ein oder anderen Trick erlernen. Zufrieden mit dem Spiel gewesen von den Mannschaften? Ja, ich denke schon. Meine Mannschaft hat eine gute Einstellung gehabt, hat auch gut gespielt. Und am Ende hatte dieser Herr ein bisschen mehr Glück. Und? Ja, meine Mannschaft. Ja, sehr gut. Meine Mannschaft hat sehr gekämpft. Halt besonders die ganzen Kleinen, da zum Beispiel der Nick und der Carlos. Sehr gut von den Jungs. Alles drin!
So wünschen wir es uns im Sommer in Südafrika doch auch. Deutschland gewinnt das Finale. An dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch. Und zum guten Schluss gehen nochmal alle zusammen mit den Eltern ins KSC Clubheim, wo sich nochmal alle zur großen Siegerehrung treffen. So, das war's nun schon wieder auf dem NBW Fußballcamp auf dem Wildpark in Karlsruhe. Rundum war es eine gelungene Veranstaltung für alle Beteiligten. Und wir freuen uns, den ein oder anderen von euch vielleicht bei einem künftigen Event wiederzusehen. NBW. Energie braucht Impulse.